Hallo Leute, was geht ab? Heute wieder eine kleine Überraschung für euch, ein Reaction-Video. Und zwar habe ich einen besonderen Anlass dafür gefunden, das jetzt schon vorzuziehen. Ihr bekommt auch morgen eins. Ihr seht jetzt gerade Dame is Cult, auch bekannt als Creeper. Einer für mich der geilsten Black Ops 3 Spieler, die hier jemals einen Controller in der Hand gehabt haben. Spielt ihr mit der Dredge? Er ist kurz vor den 1000 Abonnenten. Ich werde seinen Kanal in der Videobeschreibung verlinken. Tut mir einen Gefallen. Ich liebe euch alle, ihr wisst es. Tut mir einen Gefallen. Geht mal auf seinen Kanal rauf. Schreibt einfach irgendwas in die Kommentare wie Sheppy schickt uns, Grüße von Sheppy, was weiß ich was, Shepper Feuer ist der Geilste. Irgendwas Witziges und lasst ihm ein Abo da und guckt mal, dass wir die 1000 Abos bei ihm knacken. Jetzt aktuell ist er, glaube ich, bei 965. Und 35 Abos dazu, wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen würden. Ich würde es mega feiern, ich liebe ihn, ich habe so viel von dem, was ich bei Black Ops mache, von ihm gelernt. Er zusammen mit The Real Meyer, Creeper, Dame is Cult, diese ganze Horde, die er zusammengehört, waren schon am Anfang von Black Ops 3 die, die den Standard für Gameplays eigentlich, ja, die haben den Standard gestellt. Alles, was ihr jetzt an krassen Schwitzer-Gameplays seht, muss sich mit dem messen, was die Jungs in der Vergangenheit gemacht haben. Ich feiere die, ich feiere Dame, sehr, sehr sympathischer Typ, spielt mittlerweile sehr viel WW2, ist natürlich seine Entscheidung. Jetzt hier mit der Manowar. Läuft jetzt nicht perfekt hier, steht hier gerade 8:5, ist glaube ich alleine unterwegs, aber ein absolut geiler Spieler. Da gibt es auch nichts, was ich ihm beibringen muss. Ich glaube auch, er spielt auf Empfindlichkeit 14 oder knapp davor. Kriegt den Hater vom Gegnerteam, die in der Party spielen. Ist auch der einzige bei sich, der positiv geht. Ich feiere den Jungen, ich feiere seinen Kanal. Guckt euch die Gameplays an. Dort werdet ihr die krassesten Triple Nukes sehen, Quad Nukes, alles Mögliche. Der Junge hat wirklich Skill, kriegt hier natürlich jetzt gerade ordentlich auf die Fresse. Aber das passiert manchmal. Und wenn ihr Bock habt, dass ich auf euer Gameplay reagiere, macht es ganz easy. Schreibt in die Kommentare euren Gamertag. Und schreibt doch vielleicht einen Grund rein, warum ich auf euch reagieren soll. Habt ihr einfach Bock, mal bei YouTube gesehen zu werden? Habt ihr einfach Bock, mal, ich weiß es nicht, euch selbst zu sehen? Vielleicht habt ihr ja gerade ein geiles Gameplay erspielt, vielleicht. Es gibt so viele Gründe, warum. Schreibt einfach mal in die Kommentare euren Gamertag und wenn ihr wollt, einen Grund. Der Grund ist natürlich nicht ausschlaggebend. Ich werde auch keinen mit Absicht auswählen, sondern wieder den Zufall entscheiden lassen. Creeper macht hier eigentlich genau das, was er machen muss. Er kann draußen nicht pushen, weil der Hater noch aktiv ist. Seine Teammates helfen ihm sowieso nicht, Map Control zu kriegen. Also holt er die wichtigen Kills mit dem Tempest hinten. Ist hier kurz vor dem Geist. Schade, den kriegt er nicht. Ganz ehrlich, Leute, ich würde in der Situation genauso spielen. Versuchen C zu halten, versuchen ein paar Punkte zu holen. Er spielt gegen eine Party alleine. Da könnt ihr nicht die ganze Zeit auf B pushen, denn eure Teammates helfen euch nicht. Oh, und jetzt stirbt er ganz kurz vor dem Geist. Natürlich ärgerlich. 15:9, der andere 7:18, 1:12, 1:6, 2:9. Also ihr seht, mit dem Team braucht ihr nicht versuchen zu pushen. Das wird sowieso nichts. Aber er macht, was er kann. Spielt hier die Manowar mit LV. Ich glaube, Schnellmagazin. Wahrscheinlich schafft und sonst. Ich kenne ja seine Klassen aus den ganzen Videos mittlerweile. Höchstwahrscheinlich noch Kugelweste und Taktikmaske. Also in dem. Ziemliche Tryharder-Klasse, wenn man ehrlich ist. Nimmt hier noch die Dredge mit auf. Haut wieder ein paar wichtige Kills raus. Ich weiß nicht, wie die Runde ausgegangen ist. Es ist die allererste Runde, die ich jetzt von ihm ausgewählt habe. Ist auch nicht vorher abgespielt worden oder sonstiges. Ah, da stirbt er wieder. Er ist immer auf einem ganz guten Weg, aber alleine hast du keine Chance. So, jetzt wechselt er auf jeden Fall auf die M8. Vergesst nicht, macht die 1000 bei ihm voll. Bei mir die 1000 sind ja schon auf dem Weg. Wir haben heute wieder eine ganze Menge neue Abonnenten dazu bekommen. Es ist sehr, sehr cool, dass ihr mich immer noch unterstützt, dass ihr immer noch Bock drauf habt. Black Ops 4 ist ja auch auf dem Weg. Hier kriegt er richtig schön den Turn on. Hier ist gleich Halbzeit, 60:100. Läuft nicht so großartig, da kann er aber im Prinzip überhaupt nichts für. Ich meine, guckt euch das Team an. Was wollt ihr da machen? Da habt ihr keine Chance. Man spielt ja gegen Hitzepacks, Smoke Destruction, Murky, I'm Your Ultra.
Also er hat im Prinzip alles, was man als Gegner haben kann, was man nicht will, im Gegnerteam. Jetzt Sonntag auch vormerken, 11 Uhr Nuketown Domination Turnier. Wer Bock hat, wer vielleicht Zeit hat, wer ein bisschen schwitzen will, vielleicht nur aus Spaß mitspielen, kommt gerne vorbei. Ab 11 bin ich live. Ich werde das Ganze casten, Livestream und ich werde selbst mitspielen. Das macht er echt gut. Jetzt nimmt er. Oh, jetzt wird. Ja. Das war ein bisschen abzusehen. Da sind einfach zu viele Gegner gewesen hinter dem Truck, als dass man sich die hätte holen kann. Und diese Teamzusammenstellung bei Black Ops, die kennt ihr. Soweit ihr eine hohe KD habt, habt ihr keine Chance, ein gutes Team zu bekommen. Der da hinten campt auch im Headlitch. Das sieht nicht aus wie Schnellfeuer. Ich würde sagen, Schaft und schnelles Magazin. Klaut ihm hier einen Reiniger. Jetzt A einnehmen wäre natürlich göttlich, aber ohne Gegner, ohne Teammates. Auch clever. 150 sichere Punkte. Ah, und stirbt wieder. Er stirbt jedes Mal so auf dem guten Weg zu den Streaks. Seine Teammates bleiben jetzt mittlerweile mit 5 Mann im eigenen Spawn stehen. Ist natürlich auch nichts, was einem hilft. Bin gespannt, ob er die Streaks noch bekommt. Ich kann es jetzt noch nicht sagen. Ich habe das Gameplay, wie gesagt, vorher noch nicht gesehen. Jetzt hat er sich so einmal angeguckt, wie er da gestorben ist. Der da hinten campt immer noch. Also er hat hier 29-16 und sein Teammate steht zum Beispiel bei 2 zu 25. Und das ist nicht mal der, der die ganze Zeit schon drin ist. Die Teammates davor standen auch nicht besser. Also eigentlich kann es einem leid tun, denn er kann im Prinzip nichts dagegen tun. 1 gegen 6 könnt ihr nicht gewinnen. Egal wie ihr es macht. Vor allem nicht, wenn ihr Teammates habt, die so spielen. Das Wichtigste auf Nuketown, ich habe es ja schon mal gesagt in dem vorherigen Video, ihr braucht Map Control. Ihr müsst es schaffen, dass ihr B habt oder es neutral ist und ihr hinter dem Headlitch, hinter den Autos jeweils die Kills macht. Denn so kriegt ihr eure Streaks und so gewinnt ihr. Aber sind hier mit 2 zu 6, 6 zu 9, 5 zu 19 und 4 zu 26. Im Prinzip ist es egal, was ihr da versucht und was ihr macht. Ihr habt keine Chance, die Gegner aus ihren Power-Posis rauszuholen. Schönes Aim hat er auf jeden Fall und wieder von hinten. Ja, das ist nicht so einfach. Steht hier auch 100 zu 154 jetzt. Daran seht ihr so ziemlich einseitig das Ganze. Jetzt, wo ich das so sehe, hätte ich richtig Bock, mit ihm zusammen zu spielen. Ist manchmal aber nicht drinne. Er spielt sehr, sehr viel WW2, was ja absolut nicht mein Spiel ist. Ja, und das ist Gameverständnis. Er weiß, dass er da oben raus muss, weil er 2 wichtige Kills gemacht hat. Und er kommt einfach nicht dazu, den letzten Kill zu machen. Spielt auch mit Schurke, auch einer meiner Lieblingsspezialisten mittlerweile. Gerade bei TDM. Ihr habt nach 5 Kills und mit übertakten 4 Kills euren Spezi, was sehr, sehr cool ist. Am hilfreichsten natürlich, wenn die Gegner sowas wie Tempest oder Sense spielen. Manchmal ärgerlich, wenn ihr dann nur einen Ripper bekommt, aber insgesamt glaube ich schon, dass das eine coole Erfindung von Treyarch war, dass sie den reingebracht haben. Jetzt heute haben wir auch im Livestream gesehen, es gibt einen neuen Community-Auftrag. Interessant für alle Zombie-Spieler von euch. Ihr müsst eine gewisse Anzahl an Kaugummis öffnen und wenn ihr das tut, bekommt ihr dafür irgendeine spezielle Belohnung. Guckt einfach selber mal rein, ihr seht das dann. Ja, 120 zu 180. Er hat 40 Kills und ihr seht es an seinem Team, er kann im Prinzip nichts dagegen tun. Spielt er mit der vierten Waffe mittlerweile. Ich hätte jetzt natürlich auch lange suchen können, bis ich irgendwie wieder ein krasses Gameplay sehe, wo er eine Triple Nuke macht, aber ich glaube, so aktiv ist er bei Black Ops nicht mehr. Nichtsdestotrotz, ich liebe es, dass ich die Chance jetzt mittlerweile habe, ihn irgendwie mal auf meinem Kanal vorzustellen. Ist ein sehr, sehr cooler Spieler. Auf Instagram, Twitter könnt ihr ihm genauso wie mir auch folgen. Nein, bevor jetzt jemand fragt, ich bin nicht mit ihm in einem Clan. Ich bin auch nicht privat mit ihm befreundet. Was war das denn gerade? Ach, jetzt ist er abgehauen. Okay, dann können wir hier auch beenden.
Vielleicht sage ich Dashboarded, ich weiß es nicht. Macht ihr mal die 1000 Abos voll, seid mal so geil. Ich freue mich auf Sonntag aufs Turnier mit euch. Wir sehen uns. Haut rein.